Ja, moin Leute, hier zurück bei Halo Infinite mit Schlag mit großen Teams. Habe schon zwei Spiele gemacht, schön verloren. Musste auch noch jemanden überfahren, das habe ich jetzt auch noch erledigt, um halt die Herausforderung zu erledigen. Zudem habe ich das Japaning 2, den Pass freigeschaltet, mit 20 Gratis-Stufen ist erledigt. Jetzt mache ich meinen Helden von Reach weiter, Season 1. Wie gesagt, man kann ja hier oben immer wechseln, ne, den Pass hier, wenn man das denn machen kann. Ich habe natürlich den Pass Helden von Reach gekauft, für echt Geld, muss ich dazu auch sagen, mal eben. Muss man natürlich nicht unbedingt machen. Das Spiel ist, wie gesagt, im Game Pass enthalten. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch die Kampagne spielen, auch im Koop. Wie gesagt, ist ein gutes Spiel, wie gesagt. Und ja, so, wollen wir hier mal gucken, dass ich hier was hinkriege und nicht wieder verliere, weil verlieren ist blöd, mag keiner. Wir gehen einfach mal rein hier, ne? Wir gehen einfach mal rein. Einfach mal rein. So, geht das mal los gleich. So, los geht's. Wo geht's hin? Drei Zonen gleichzeitig? Na, okay, ich steig ein. Bin eigentlich ein guter Schütze, eigentlich. Mal gucken. So, hier sind überall Fahrzeuge schön. Oh, wie fährt der denn, ey? Ja, lustiger Standort für so ein Fahrzeug. Er hätte sich noch retten können. Ja, ich nicht. Toll. So, los geht's, auf los geht's, los geht's. Auf los geht's los. Hä? Was? Wo ich den? Wo hat? Okay. Da war echt Wurf im Kopf. Ach nö. Oh, diese Schneebass, ne? Diese Schneebastode, die sind ja echt nervig. So, nimmt Einnahmepunkt. Yeah! Gut, sehr schön. Das freut mich. Wie gesagt, nach zwei Niederlagen in Folge. Jetzt mal ein Sieg wäre super. Oder zumindest ein gutes Spiel, sagen wir es mal so. Muss immer ein Sieg sein, aber ein gutes Spiel auf jeden Fall. Hin und her wäre schön. Hin und her. Boah, das sind ja alle. Okay. Neue Zonen können erobert. So, los geht's, ab geht's. Zonen sind eher unvorteilhaft für uns anscheinend, wie sie stehen. Mann, steig ein, du Lappen! Der Gegner hat beinahe die totale Kontrolle. Der Schneider muss weg. Doch. Wo sind die ganzen Gegner hin? Hä? Wo sind die alle? Fährt einer, den schießen wir mal kurz runter hier. Da steht einer. Der fährt wieder wie, Clown. Schade, aber ein bisschen abgelenkt. Es ist immer wichtig, dass man die Leute halt schon in deren Camp hier oder Startpunkt ein bisschen wegschießt, damit man halt die Leute nicht vorne bei den Punkten hat. Das ist immer ganz wichtig eigentlich. Verbündeter sichert Zone. Keine Fahrzeuge da, ist immer schade. Ihr Team ist auf dem Weg zur totalen Kontrolle. Granaten mitnehmen für Zonenkontrolle ist auch mal wichtig, da kann man die Granaten schön reinschmeißen. Hat sie noch gerettet. Ich glaub's nicht. Hat sie echt noch gerettet. So, nimmt die Punkte ein. Punkte einnehmen. War schon angeschossen. Gewonnen? Nee, doch nicht. Och, komm, ey. Ich glaube, der hat mich hinter der Wand erwischt. Oder sowas. Ihr Team ist auf dem Weg zur totalen Kontrolle. Fahrzeug, Fahrzeug. Aber ohne Abschussdinger dran. Oh, Punkte noch. Ja, geiles Team. Nices Team, echt jetzt hier. Oh. Das war jetzt richtig doof. Ich wollte eigentlich umfahren, aber hat nicht funktioniert.
Ja, passiert. Sieht ja ganz gut aus eigentlich bis jetzt. Aber geht auch besser natürlich. So, ich würde gerne mitfahren. Toll. Will er wohl nicht. Aber wie gesagt, das ist halt, ne, das ist ein bisschen was anderes mit großen Teams. Ne? Man macht hier nicht ganz so viele Punkte, aber es ist okay. Da ist schon jemand drauf, da. Ja, genau, nimm das mal. Ich bin nicht so gut drin. Das ging mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Warum bin ich jetzt auf einmal drauf gegangen? Noch C ist eingenommen. Was willst du da oben hoch? Fahr einfach woanders lang. Ich finde Fahrzeuge hier in diesem Spiel echt sehr gut und angenehm. Schon wieder weggeschossen? Okay. So, noch jemand hier? Noch jemand? Noch jemand? Wo sind sie alle? Ich glaube, wir haben gleich gewonnen, oder? Dauerfeuer ungeheuer, meine Damen und Herren. So, wir haben gleich gewonnen, Leute, weil wir alles wegfrühstücken hier. Wir schießen hier alles weg. Das ist so übel. Amok. Macht er so einen U-Turn hier oder was? Ich war gerade. So, erstmal ein bisschen beruhigen hier. Wieso fahren wir jetzt hier hin? Einfach nur, damit das Spiel nicht zu Ende ist. Erobert eine Zone. Geschütz ist einsatzbereit. Ja, nehmen wir halt einen Heilen, ne? Junge, gewonnen? Ja, Mann. Super. Geiles Spiel. Lange nicht so ein gutes Spiel gehabt bei auf großen Teams-Maps hier. Ja. Nice. Danke ans Team. So kann ich stehen lassen. Bin ich zufrieden mit. Super Sache. Super Sache. Nice, nice, nice. So, mal gucken, was wir alles hier erreicht haben. So, haben wir noch ein paar Punkte gekriegt wahrscheinlich. Aber noch ein Level schaffen wir leider nicht. Oh, schade. Macht aber nichts. Ja, Doppel-XP einsetzen können. Hätte ich jetzt auf jeden Fall noch ein Level geschafft. Aber habe ich nicht. So. Private Gold Grad 1. Jetzt 2. Ja. Oh, geht langsam voran hier. Ja. So, Abschlüsse 17 zu 7. Natürlich ist klar, ne, wenn man halt einen guten Fahrer hat und ich bin ein guter Schütze, dann hast du halt gewonnen. Totale Kontrolle auf Breacher war die Map. Okay, alles klar. Ja, Dauer 7 Minuten 15, ging schnell vorbei. Oh, hab hier alles erledigt. 360, dreimal gekriegt irgendwie. Amok, jetzt 10 Gegner ausschalten, ohne selbst zu sterben. Nice. Doppelter Abschuss, ja, Wurf ins Blaue. Und die Schütze, natürlich, was denn sonst, ne? Was denn sonst? Nice. Wie gesagt, guckt euch das alles hier nochmal genau in Ruhe an hier. Wie gesagt, den Pass hier, den habe ich halt gekauft. Aber das Japaning läuft ja gerade noch. Das habe ich jetzt, wie gesagt, auch freigeschaltet komplett. Das ist aber gratis für jedermann. Man kann natürlich auch Sachen da irgendwie kaufen für 4,49 €, aber muss man nicht, wie gesagt, ne? Aber ich habe ein bisschen Geld investiert ins Spiel, weil fand ich so okay. So, ultimative Herausforderung in einem Spiel 5 gegnerische Spartans mit Pistolen ausschalten. Wann bekomme ich das eigentlich? Hier, das kann man ja hier dann freischalten hier. Aber das muss ich nochmal gucken, wie ich es hinkriege oder nicht. Aber wahrscheinlich von der Zeit her schafft es erstmal nicht mehr. Naja, macht aber nichts. So, dann wie gesagt, das Spiel wird immer noch gepflegt von 343 Industries. Könnt ihr euch hier die News durchlesen, wie gesagt. Gibt es einiges. Man kann auch, wie gesagt, hier extravagante Sachen freischalten. So, das sind alles nur kosmetische Sachen. Das ist eigentlich ganz angenehm. So, das war es auch. Danke fürs Zusehen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Halo
Infinite. Tschüss.